Hallo, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin mal wieder kurz zu Hause, gewohntes Setup. Ich möchte ein paar Videos für euch vorbereiten, weil es so, so wichtig ist, immer wieder dran zu bleiben, tiefer zu gehen, besser reinzukommen und sich damit krass auseinanderzusetzen mit dieser Divine Design Denkweise, mit dem Law of Divine Design, mit der einzigen Wahrheit, der einzigen Wahrhaftigkeit, dass wir eine göttliche Idee sind, die keinen Fehler hat, die in höchster Perfektion gedacht ist und wie ich meinen Mindset dahin bekomme. Denn mein Mindset sagt mir, wer ich bin, sagt mir, wie das Außen mich sieht, wie das Außen auf mich reagiert und in welcher Beziehung ich innerhalb anderer manifestierter Energien stehe. Mein Mindset, das ist das, was ich setze. Es ist Gesetz. Mein Mindset ist Gesetz. Es ist Gesetz. Ich kann nichts dagegen tun. Das Gesetz der Annahme spricht es ganz genau aus. Mindset ist Annahme, gesetzter Mind, gesetzte Ansicht, gesetzte Überzeugung. Das ist Mindset. Und es ist tief. Das ist eine ganz, ganz tiefe Sache, Mindset. Das ist nichts, was ich oberflächlich mal setzen kann, sondern ich muss mit aller Überzeugung hinter meinem gesetzten Mind, hinter meiner gesetzten Vorstellung, hinter meiner gesetzten Annahme stehen. No matter what. Und wenn ich eine Annahme, wenn ich eine Festlegung gemacht habe, es ist so, dann ist es so. Und zwar sofort. Sofort. Es ist sofort. Nur muss ich dieses Management begreifen, dass die Dinge so sind, einzig und allein, weil ich sie so setze. Festsetze, festlege. Und jetzt kommt eben dieses Spooky-Denken, dieses Zusammenhangsdenken, dieses Ego-Denken, dieses analytische Denken immer wieder ins Spiel, wo mir diese Dinge, die ich gesetzt habe, ausreden möchte. Wo mir sagen möchte, so wie du dich jetzt fühlst und so wie du dich jetzt gerade gibst und womit du dich gerade beschäftigst, das gefährdet dein gesetzten Mind, dein Mindset, deine Manifestation, deine vorgestellte Situation. Das ist das große Problem, dass du glaubst, irgendetwas könnte dich erschüttern. Aber du kannst dich nur selber erschüttern, du kannst dich nur selber wieder rausnehmen, du kannst selber immer wieder zurückkrebsen und deine Entscheidung, dein Festlegen, deine Annahme in Frage stellen, weil du so viel rumdenkst. Aber im Prinzip musst du das gar nicht machen. Du kannst sagen, no matter what, it's set, it's done. Es ist done, it's done. It's done. Und egal was, es ist erledigt, es ist getan, es ist gesetzt, es ist angenommen, es ist manifestiert. Du kennst deine Power, du kennst das Gesetz, du weißt, wie es funktioniert. Ich nenne es Divine Design Energetics, weil hier geht es darum, dass ich erkenne, dass es nur ein energetischer Zustand ist, den ich setze, den ich rausgebe. Und indem ich bleibe, ich bleibe. Das ist meins. Dieser Zustand ist da, dieser Zustand ist gesetzt. It's done in dem Moment, wo ich sage, bam, it's done. This is how it is. So
ist es. Und es ist nicht anders. Und wenn es so ist, dann bin ich logischerweise absolut in Ordnung, zufrieden, glücklich, okay, im Vertrauen, in Sicherheit, weil ich setze ja diesen Zustand so, wie ich ihn haben will, weil es sich für mich super anfühlt. Jetzt fühle ich mich aber gerade nicht super. Jetzt habe ich gerade vielleicht irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil es draußen regnet, weil ich irgendwelche Sachen denke, die sich nicht gut anfühlen, Erinnerungen habe, Vorstellungen habe, die sich gerade nicht vorstellen. Aber warum um Gottes Himmels Willen sollte das Effekt darauf haben, was ich festgelegt habe? Was ich festgelegt habe, es ist so. Und das heißt, ich bin so und meine Welt ist dementsprechend. Punkt. Ist doch scheißegal, wie ich mich gerade fühle. Es ist doch scheißegal, was ich gerade mache. Es ist doch scheißegal, wenn diese Sache erledigt ist, getan ist, in dem Moment, wo ich sie festgesetzt habe, muss ich mir doch keine Gedanken drüber machen, wie ich mich gerade fühle, wo ich gerade bin, an welchem Ort ich mich gerade befinde und so weiter und so fort. Und das ist die große Herausforderung, die ich für mich klarer und klarer und klarer kriegen muss, damit ich jedes Mal, wenn wieder so ein spooky Gedanke, wo irgendwas hersetzt und sagt, ja, das könnte meine Manifestation gefährden oder verlangsamen oder was weiß ich, oder ich muss sie irgendwie beschleunigen, ich muss gar nichts machen. It's done. Es ist getan. Ich habe es festgelegt. Es ist so. Meine Lebenssituation ist so, ich bin so, die anderen Menschen reagieren so, wie ich es festgelegt habe. Und ich muss keine Zusammenhänge mit einer Befindlichkeit, mit irgendetwas anderem, mit Sachen, mit Zuständen, mit Zeitlinien, mit Vergangenheit, mit Befürchtungen herstellen. Die Sache ist da. Es ist da. Es ist da in dem Moment, wo ich sage, ich will das haben. Creation is finished. It's done. It's done. It's done. Ich kann mich sau freuen. Okay, vielleicht habe ich Halsweh. Habe ich gerade. Aber was bedeutet das schon? Ja, es bedeutet gar nichts. Es bedeutet gar nichts. All diese Dinge, die ich festgelegt habe für mich, wie mein Leben ist, wie es funktioniert und was ich habe, die sind erfüllt. In dem Moment, wo ich es festlege. Und da kann ich dabei bleiben. Und ich muss es nicht tun. Ich muss da keine Kraft machen. Ich muss nicht dahinter bleiben. Ich muss nur wissen, es ist getan. Es ist getan. Und wenn es getan ist und wenn ich weiß, wie Energie funktioniert und wie Dinge sich manifestieren, erwartet das von mir gar nichts extra. Gar nichts. Ich muss das deswegen, weil ich diese Sache festgesetzt habe, weil ich diesen Wunsch will, weil ich diesen Zustand will, weil ich dieses Bewusstsein will. Ich muss nichts dafür tun. Es ist so oder so da. Es ist so oder so da. Ich muss nichts machen. Ich brauche da nichts mehr dafür tun. Ja, was mache ich denn, wenn ich alles habe, wenn ich dafür überhaupt nichts mehr tun muss, wenn ich all diese Dinge habe, die mich begeistern, die mich glücklich machen. Ich lebe mit ihnen, ich spiele mit ihnen, ich genieße sie, ich genieße mich, ich genieße meinen Seinszustand, ich genieße meine Erlebnisse, ich genieße mein Leben. Und dazu muss ich aufhören zu glauben, dass es irgendwelche Umzubedingungen gibt. Und deswegen gibt es auch insbesondere im Business keine Strategie, wie ich erfolgreich werden kann. Erfolg ist gegeben. Erfolg ist dann. Mein Erfolg ist da. Ich muss keine Strategie verfolgen. Ich muss einfach nur dass ich selber sein. Ich muss das machen, was mich begeistert, was mich ausmacht, was ich in die Welt bringen will, jetzt in diesem Moment. Aber ich muss keine Strategie verfolgen. Ich muss nichts bewirken, weil es ist schon alles bewirkt. Ich muss auch keine Strategie verfolgen, um meinen SP zurückzuerobern, in mein Leben zu bringen oder mit meinem jetzigen Partner eine tolle
Beziehung zu haben. It's done. Es ist hier. Es ist geschehen. Alles ist jetzt schon da. Gleichzeitig. Zeit ist kein Faktor. Es ist kein Faktor. Es ist eine vertikale, energetische Sache, in der wir uns hier bewegen. Jetzt, jetzt, jetzt. Alles gleichzeitig. Alles da. Alles da. Erfüllung herrscht. Zeitlinie ist nur dafür da, dass wir verstehen können, dass einzelne Erlebnisse aus dem ganzen Bewusstsein, aus dem ganzen Universum für uns da sind und wir sie genießen können, wir sie reinziehen können. Und ihr wisst es selber, manchmal ist es so, bam, 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 Schlag auf Schlag. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da alles passiert. Und ich genieße es trotzdem, weil ich mich genieße, weil ich meinen Seinszustand genieße, weil ich meine Energie genieße. Weil mehr bleibt mir nicht übrig zu tun. Ich muss nichts mehr erreichen eigentlich in diesem Universum. Ich muss nichts erzwingen, ich muss nichts erkämpfen, sondern ich kann einfach nur die sein, die ich wirklich bin in meinem Divine Design. Erfüllt. Fehlerfrei. Vollkommen in Ordnung. Genügend. Ohne Stress. Einfach nur annehmen, dass alles schon da ist. Und diese neue Divine Design Identität, die ist mir natürlich erstmal unbekannt. Das ist mir natürlich erstmal ganz eine Energie, in der ich nicht zu Hause bin, in der ich noch nie zu Hause war und ich muss mich da anfreunden, wie mit einem neuen Zuhause. Und ich plötzlich in eine Luxusvilla ziehe, mit allem Service, allem drum und dran und ich mich um nichts mehr kümmern muss, keinen Haushalt mehr machen muss, gar nichts, sondern nur noch um mich kümmern. Das ist ein relativ neues Lebenskonzept. Und da muss ich erst anfangen, mich wohlzufühlen und den ganzen Bullshit aus meinem Kopf rauszutun und zu sagen, oh mein Gott, und bin ich überhaupt noch wichtig? Ist es noch wichtig? Ich habe gar nichts zu tun. Ich habe ja gar keinen Beitrag zu leisten. Ich bin ja, da brauche ich was Neues. Wenn ich diese ganzen alltäglichen Geschichten plötzlich gar nicht mehr machen muss, weil ich einfach nur weiß, es ist getan, dann geht es darum rauszufinden, wofür begeisterst du dich? Wofür brennst du? Wo willst du dein Feuer zeigen? Wo willst du dein Strahlen zeigen? Wie willst du dein Strahlen zeigen? Wo trägst du dein Strahlen hin? Das ist alles, was zu tun ist. Und es ist für unseren Egoverstand, der natürlich auf Strategie und Umzug und so weiter und so fort gepolt ist, ist es natürlich ein Tod. Es ist ein Tod. Deswegen fühlen sich auch manche immer wieder ein bisschen traurig, je tiefer und tiefer dieses Wissen geht und sagt, alles, was ich früher gehasselt und gestresst habe, das war ja für nichts, das braucht ja niemand. Und das ist traurig. Kurz mal, es ist ein Abschied von etwas, was ich ewig gemacht habe, was mir lieb gewonnen worden ist, was ich integriert habe. Ja? Und deswegen, du musst gar nichts integrieren. Du musst mit gar nichts dich abfinden, auseinandersetzen, dich nicht verbessern, Seelenanteile, all dieses Zeug. Dir muss nur klar werden, scheiße, es ist alles Energie. Es ist alles Energie. Und Energie ist hier. No matter what, ohne Bedingung, einfach da. Und ich bin diese Energie. Und aus dieser Energie kann ich ganz tolle Dinge manifestieren und entstehen lassen. Situationen, Menschen, alles aus der höchsten, geilsten, schönsten Perspektive. Und ich brauche mich nicht damit abhalten und aufhalten, was ich nicht will. Ich muss auch nicht gegen das kämpfen, was ich nicht will. Weil sobald ich nicht mehr dagegen kämpfe, ist es auch nicht mehr da, was ich nicht will. Und dann habe ich meinen ganzen Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Manifestationspower, die einfach da ist, ohne dass ich irgendwas mache. Komplett für mich. Und das ist ein Prinzip. Und von mir aus nenne es das Gesetz des Divine Design. Das ist das Gesetz des Divine Design. Es ist gesetzt
dass du göttliches Design bist. Es ist Gesetz, dass du Fülle bist, dass du erfüllt bist. Es ist Gesetz, dass du gut genug bist. Es ist Gesetz, dass du leben kannst und erleben kannst, was du möchtest. Es ist Gesetz. Und wenn du dein Business so lebst, wenn du deine Beziehungen zu anderen Menschen so lebst, wenn du dieses Gesetz komplett anwendest und merkst, es geht nicht mehr um Unterschiede in Lebensbereichen, es geht immer nur noch um mich, dann bist du frei und dann bist du erfüllt und dann hast du alles, was du eigentlich möchtest und dann spielst du in einer Welt, in einem Universum, auf einem Spielplatz, wo nur Leute sind, Situationen sind, die dich begeistern. Und das ist Realität. Das ist Realität. Das ist Divine Design Realität. Es gibt unendlich viele andere Realitäten. Aber es gibt nur eine Divine Design Realität. Es gibt nur ein Bewusstsein der Erfüllung. Es gibt nur ein Bewusstsein der Begeisterung. Es gibt nur ein Bewusstsein. Und es gibt keinen Weg dorthin. Es gibt keine Anforderung, die deswegen erfüllt werden muss dafür. Es gibt nichts, was bereinigt werden muss. Es gibt nichts, was zu tun ist, außer einzusteigen und zu sein. Nichts musst du dafür tun. Der Ferrari steht vor der Tür. Du musst nur einsteigen und dich da drin wohlfühlen. Und der Ferrari hat einen Autopilot da drin. Du musst nur sagen, ich will das, ich will das, ich will das, ich will dahin, ich will die Leute treffen, ich will das erleben, ich will das in die Welt bringen, das, 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 das. That's it. Und der Rest wird gemacht. Und das ist doch so spannend auch. Das ist doch auch so unglaublich spannend, wenn ich weiß, ich habe es eh schon, aber ich warte nur darauf, wie es in Erscheinung kommt. Und genau so möchtest du dein Leben leben. Und genau so bist du dafür gedacht, dass du dein Leben lebst. Genau so bist du dafür gedacht, dass du deine Beziehungen lebst. Und genau so bist du dafür gedacht, dass du dein Business lebst. Weil dein Business ist nur deine Angelegenheit. Es ist nur du, das ist kein Unterschied. Deine Beziehung ist du, dein Partner ist du. Everyone and everything is you pushed out. Also kannst du machen, sein und tun, was du willst, wenn es dir gefällt, wenn du dir selber gefällst, wenn dein Business dir gefällt, dann gefällt es der Welt, deinem Universum. In deinem Universum geht dir alles zu deinem Gefallen. Und wenn du deinen Gefallen aber verleugnest, weil du glaubst, du müsstest um zu Dinge machen, tun, sein, durchbeißen, die Pille schlucken, bla bla bla, um das zu erreichen, was du eigentlich möchtest, musst du einfach nicht. Kannst du machen, kannst du voll machen, kannst du total machen, aber du musst es nicht. Weil wenn du das Prinzip verstanden hast und dich diesen Prinzip des Divine Design Gesetz, des Divine Design Energetic, wenn du dich da all in gibst, keine Regeln, außer du erstellst sie. Keine Bedingungen, außer du erstellst sie. Keine Voraussetzungen, außer du verlangst sie. Keine Einschränkungen. Alles da. Fülle. Also stell dir diese eine Frage. Wenn es wirklich alles so ist, wie du es haben möchtest, was machst du? Wie verbringst du deinen Tag? Was macht dir Freude? Und nicht um zu, sondern einfach so. Ja, und genau das ist mein Herzensanliegen. Ich biete zwei Masterminds im Moment. Rising Up, wo wir genau darauf eingehen, was das bedeutet für dich, für deine Personality, für dein Denken, für deine Ansichten, in diese Divine Design Identity reinzukommen und sich darin zu verankern.
und das Ganze insbesondere übertragen auf dein Business. Dafür ist absolut die absolute Business Mastermind Mastery, wo es wirklich darum geht, um zu sehen, mein Business geht absolut so, wie ich es haben will. Und ich muss absolut keine Strategie folgen. Ich muss absolut keinen Ratschlägen folgen, sondern es ist absolut schon da, genauso wie ich es will. Und meine einzige Aufgabe ist, festzulegen, wie ich es haben will. Und ich muss nichts tun, was ich nicht möchte. Ich tue die Dinge, weil sie mir Spaß machen. Ich tue die Dinge, weil es mir so gefallen, weil ich sie genau so haben will. Ich biete das an, weil ich es genau so fühle, weil ich genau so erfreut bin mit diesem Tun. Ich nehme diesen Preis, weil genau dieser Preis mir die Freude bringt. Ganz anderes Business-Denken. Und wenn das aus dem Mund einer Hardcore Betriebswirtschaftlerin, Unternehmensberaterin kommt, die Strategien, Quality Management und so weiter und so fort für sich und andere umgesetzt hat, entwickelt hat, alles analysiert hat, aus der Marktforschung komme ich. Ich bin die absolute Master-Analytikerin. Ich war so gut. Ich war so gut, Dinge zusammenzubasteln und zu analysieren und Zusammenhänge herzustellen. Es braucht es nicht. Es braucht es nicht. Es ist krass und es ist crazy und alles ist sofort da. Und diesen Mindset nenne ich Divine Design Mindset. Diese Identity mit diesem Mindset ist die Divine Design Identity. Und dieses ganze Ding ist absolut sicher und nagelfest, wenn du dein Denken dahin bringst, wenn du deinen Seinszustand dorthin bringst und aus diesem absoluten Seinszustand heraus dein Heiler-Business, dein Coaching-Business, dein auch BWL-Business, was auch immer dein Produkt-Business, was dich begeistert, aus diesem absoluten Mindset zu führen. Das ist ein Game Changer. Und das Geld, das ist da, das ist genauso da wie alles andere. Und ich bin so begeistert für die Menschen, die wirklich jetzt da reinkommen und einsteigen. Und ich freue mich schon noch auf alle, die im Moment noch in dieser Human Design Schleife tatsächlich in diesen Gen Keys und was weiß ich nicht nass und ich bin Projektor, ich bin Manifestor und ich bin das und das und das und das festsitzen, bis die, wenn die sich da rauslösen. Ich stelle mir das so schön vor und die lösen sich da raus aus dem Kreis und aus diesen Erlaubnisgeberei heraus und weil ich Manifestor bin, brauche ich das und will ich so haben und so weiter und so fort. Nee. Weil du hier in einem Körper manifestiert bist, der kein Label haben muss, der deinen Namen tragen darf, den du auch jederzeit gerne verändern kannst, wenn dir was anderes besser gefallen würde, kannst du die Dinge einfach so haben, wie du es möchtest. Und wenn du sie anders haben möchtest, veränderst du sie. Es hat keine Konsequenzen. Es hat keine Konsequenzen, weil solange du das bist, was du bist, ist es ist egal, wie du dich nennst, wie du dich labelst, wie du, was, du wie, welchen Namen du deiner Psyche gibst und all diesen Zusammenhangsdenken und diesen Rückschlüssen und das brauche ich zu mich wohlfühlen, um zu Bedingungsdenken, wenn du da aussteigen kannst, dann hast du das, was du wirklich möchtest. Und es fühlt sich an wie freier Fall, weil da ist nichts. Da ist nichts mehr. Da bist nur du. Und du bist so gut. Und du bist so großartig. Und du bist so begehrt. Und du bist so gewollt. Und du bist so unterstützt. Und du bist so geliebt. Und du bist so erfüllt. Und es fehlt dir genau an nichts. Und wenn du in diesen Seinszustand einsteigst, wenn du in dieses Bewusstsein einsteigst, in dieses wirklich absolut, da ist absolut nichts zu tun. Und es ist trotzdem absolut alles da. Wenn du dein Business aus dieser Position herausführst, it's no, es ist fun, it's pleasure, es ist einfach nur da.
Und dich so zu erfahren und dich dann so zu fühlen, als die Lady und nicht die Leaderin sein zu müssen und so weiter und so fort. Du bist es. Du bist Leaderin in deinem Universum. Du bist als Mann Leader in deinem Universum. Niemand, aber auch niemand kann irgendwas in deinem Namen tun, wenn du nicht sagst, ich stehe dahinter. Also in diesem Sinne, teile bitte dieses Video. Es ist etwas länger geworden, weil es ist wirklich mein absolut größtes Anliegen, dass dieses Wissen in die Welt gibt, dass die Leute, die das wirklich suchen und sich nicht mehr irgendwo aufhalten wollen, wo sie Bestätigung suchen und Unterstützung suchen in einem Konzept, das sie nicht brauchen, weil das Divine Design Konzept ist immer da, ist immer perfekt. Wenn du die bist oder der Mann, für Männer gibt es 1:1 Begleitung, weil der Mind, der Ego-Mind, der Human Design Mind, der ist natürlich nicht so schnell zu besänftigen. Und mit den Tools und den Übungen und den Trainings, die ich habe, mittlerweile an vielen, vielen, vielen Coaches getestet und bestätigt, nicht nur an mir, geht es wirklich schnell, dass du in diesen Seinszustand des Divine Designs, deine Divine Design Identity kommst und auch verankert bist und dein Divine Design Business daraus führst, deine Divine Design Family daraus führst, da alles daraus manifestierst und generierst und kreierst, ohne irgendwas tun zu müssen, weil du es ja schon bist. Teilen bitte, weiterleiten. Wir haben immer noch ein Abonnentenquiz bis 4000. Wenn es wieder 4000 Abonnenten gibt, verlose ich wieder 1:1 Gespräche. Die E-Mail-Liste, wo du dich eintragen kannst, ist auch hier unter diesem Video. Es gibt diesen September noch Spezialangebot für 333 Euro statt 555 Euro. Divine Design Energetics Einführungskurs, Mini-Ausbildung, habe ich noch einen extra Live-Call im Oktober dazu getan. Also wenn du jetzt noch dieses Angebot dir schnappen willst, du kriegst unbezahlbaren Wert dafür, Klarheit, Divine Design, Inspiration und Unterstützung von mir. Dann gibt es natürlich noch meine anderen Online-Kurse und die Masterminds. Und wenn irgendwas für dich entspricht und du noch Fragen hast, meine Messagebox ist offen. Schreib mir einfach genau, wie ich dich unterstützen kann. Ich habe auch noch dieses einwöchige Programm, wo wir einen Call haben und ich begleite dich eine Woche mit Voice- und Videomessages. Das kannst du auch noch buchen. Im Moment gibt es das als längere Zusammenarbeit und ja, stay tuned. Es kommen ganz, ganz viele tolle neue Sachen. Bis bald. Ciao, ciao.